So, mit einiger Verspätung leider, aber besser spät als nie, starten wir jetzt in den nächsten Vortrag. Und wie angekündigt, hören wir jetzt den Vortrag Open Source Ham Radio Transceiver für Arduino. Und dafür darf ich den Bernhard hier auf der Bühne begrüßen. Hallo zusammen. Warten wir noch kurz, bis das Bild kommt. Bild ist da, super. Na, Bild ist wieder weg. Gut, machen wir es so. Geht's? Passt. Also, grüß Gott zusammen. Ich möchte Ihnen, euch heute mein Projekt ArduTRX So. Jetzt. Ja, das ist das Vortragsnotebook. Das ist klein und leicht und leistungsschwach. Genau, mein Projekt ArduTRX, ein Open Source Transceiver für Arduino vorstellen. Mein Name ist Bernhard Meyer. Ich habe das Rufzeichen Delta Lima 1 MAB. Steht auch hier unten. Gut, dann lege ich mal los. Arduino, ich glaube, die meisten hier Anwesenden kennen Arduino. Hat jeder schon mal den Einstieg geschafft. Diverse Geräte, Arduino Mega, ST Nucleo, Arduino Oberfläche, da glaube ich, steige ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Sollte bekannt sein, wenn nicht, können wir im Nachgang noch drüber reden. Gut, dann geht's gleich weiter. Amateurfunk besteht ja nicht nur daraus, dass man mit der ganzen Welt funken darf, sondern dass man auch selber Geräte bauen darf, wie auch mein Vorredner schon gezeigt hat. Nur mit dem Selbstbau ist halt ein bisschen ein Problem. Ich sag mal, früher in den 50er, 60er Jahren war es relativ einfach. Da hat es eine Röhre gegeben, da hat man dann drei Drahtl rum, Kondensator, Spule, Antenne, fertig, geht schon irgendwie. Ja, mittlerweile erwartet man ein bisschen mehr. Und es gestaltet sich immer schwieriger, dass man so mit kommerziellen Geräten vergleichbare Geräte selber baut. Deswegen, sagen wir, früher, also vor 10 Jahren, 20 Jahren, relativ schwierig. Wenig Funktionen im Vergleich zu den kommerziellen Geräten. Komplex, fehlerträchtig, langwierig, teuer. Das kennt jeder, man fängt an, es wird nie fertig und irgendwann liegt es in der Ecke und das nächste Projekt wird weitergebaut. Zum Darstellen habe ich jetzt einmal so einen Vergleich gemacht. Das ist jetzt zwar ein 5 GHz Transceiver, aber so sind die Geräte ungefähr aufgebaut gewesen. Viel Elektronik, viel Blech, viel Gehäuse, viel Kabel, groß, kompliziert, alles was halt da schon da steht. Gut, aber vor etwa 5 Jahren, 6 Jahren hat es dann neue Bauteile gegeben. Das sind jetzt diese Dinger. Hier da ist ein HF-Modul. Die sind relativ günstig. Zum Beispiel Funkamateur verkauft zum Beispiel eins, kostet dann 13, 14 Euro sowas. Wenn man sich aus Fernost organisiert, dann kostet es so 5, 6 Euro. Und in diesem Modul ist eigentlich ein komplettes Funkgerät drauf. Zwar kein Holzfunkgerät, aber ungefähr das, was man selber als Handfunkgerät verwendet hat, was viele zu Hause haben. Ist im Endeffekt das Gleiche drin wie in den chinesischen Handfunkgeräten. Mal kurz auf die Leistungsdaten. Ja, es gibt es entweder für das 2-Meter-Band, also bei 144 MHz, oder für das 70-Zentimeter-Band, das sind dann 430 MHz. Gibt es mit 1 oder 2 Watt Sendeleistung. Die komplette Signalaufbereitung, Modulator, Demulator für das Narrowband FM, das wo im Amateurfunk verwendet wird, ist komplett drinnen. Und auch schon ein Audioteil, das heißt, ich kann direkt einen Kopfhörer, ich kann direkt ein Mikrofon anschließen und das passt. Ich muss mich da um die Signalaufbereitung nicht mehr stark kümmern, beziehungsweise wenn ich einen Lautsprecher anstecken will, muss ich halt noch einen entsprechenden Verstärker reinbauen, aber das ist nicht so das Drama. Da die Module relativ interessant sind, gibt es da auch schon diverse Projekte, das ist auch in den entsprechenden Funkzeitschriften schon öfter vorgestellt worden. Im Internet findet man einiges dazu. Und ein Problem haben diese Module, sie haben relativ hohe Nebenaussendungen. Da ist man über den gesetzlichen Grenzen, das heißt, man muss zusätzlich noch einen Filter einbauen. Gut.
Jetzt kommen wir mal zu meiner Idee. Meine Idee war, ich nehme jetzt ein Arduino, wie vorher gesehen, baue jetzt da eine Platine dazu, baue da das Funkmodul drauf, dass man einen kompletten Transceiver hat, so wie man es hier sieht. Also auch mit Display und sinnvoller Menüführung und allem, was dazugehört. Ich möchte kurz mal die Schaltung vorstellen. Also, von der Größe her, wie bekannt, ein typisches Arduino-Schild. Die Stecker oben und unten, wie beim Arduino Uno und Konsorten. So, zusätzlich ist hier das große, ist das Funkmodul, der Filter und Anschluss für Antenne. Antenne ganz normal, SMA-Buchse, wie es an jedem Handfunkgerät drauf ist. Halt. Gut. So, dann, was ist zusätzlich noch drauf? Ist ein Drehencoder drauf, den brauchen wir jetzt nicht direkt fürs Gerät, aber die Menüführung macht es halt einfacher, weil es kennt jeder, Frequenz umstellen, einfach an der Kurbel drehen. Zusätzlich noch ein Spannungsregler, der die richtige Spannung für das HF-Modul bereitstellt und Audioverstärker und dann ein Anschluss für ein typisches Handmikrofon. Genau, das ist alles schön verpackt. So schaut es dann fertig aus. Also das hier war mein erster Prototyp. Das ist dann die Weiterentwicklung, ist dann eine professionelle Platine, die ganzen Fehler ein bisschen behoben, aber im Prinzip ist technisch identisch zu dem ersten. Genau, das Gerät stecken wir halt dann auf einen typischen Arduino drauf. Also hier steckt es auf einen Arduino Leonardo. Dann mit einem Display wird dazwischen gesteckt und schon ist das Funkgerät fertig. Ist kompatibel mit diversen Arduinos, also es gibt da zwei unterschiedliche Arduinos. Manche, die mit 5 Volt IO-Spannung gehen, wie zum Beispiel der Arduino Uno oder Arduino Mega. Und dann gibt es die neueren, die mit 3,3 Volt gehen. Die sind meistens die, die mit einem Cortex-Mikrocontroller drin haben, wie zum Beispiel der Arduino Due oder die ST Nucleo Boards oder eben der oft verwendete ESP32. Genau, also ich habe da entsprechende Level-Shifter mit eingebaut, weil ich sage mal, ganz normal kann ich jetzt keine 3 Volt IO mit 5 Volt belegen, weil die gehen wahrscheinlich irgendwann kaputt, vielleicht hält es mal kurz aus, aber man will ja länger Spaß haben mit dem Gerät. Und genau, das habe ich eingebaut, deswegen ist mit allen hier aufgeführten kompatibel. Das habe ich auch schon entsprechend getestet. Gut, wenn man jetzt das nimmt, ein Arduino und ein entsprechendes HMI-Display-Keypad-Platine, kann man auch kaufen, Internet, Amazon, wie auch immer, kriegt man ein fertiges Funkgerät. Das ist, hier ist genau dieses. Okay, irgendwie ist es aus. Okay, typisch Akku leer. Genau. Die Funktionen sind die, die man von einem normalen Handfunkgerät kennt. Man hat dann so einen Drehencoder zum Frequenz einstellen. Hier, Display mit Menü. Wichtig, den CTCS-Ton kann es machen, mit dem diverse Relaisstationen freigeschalten werden. Den 750-Hertz-Ton für andere Relaisstationen kann es auch machen. Und einen Sendersuchlauf kann man auch damit machen. Also das, was in einem normalen Handfunkgerät auch drin ist. Das Einzige, was jetzt noch abgeht, ist halt irgendwie das Tastenfeld, dass ich halt irgendwelche Einstellungen noch machen kann. Aber das geht hier durch die Menüführung. Gut. Dann, nächste Version ist das. Da ist jetzt nur eine andere HMI-Platine drauf. Die Funkplatine ist genau identisch. Hinten der Arduino ist auch ein anderes Arduino-kompatibles Board, hat halt den Vorteil. Hier ist der Akku gleich mit drauf. Es ist nicht mehr so wie da mit dem Holzstickerl und so ein bisschen zusammengeschraubt, zusammengelötet. Das hat quasi schon alles, wie man es auch aus einem normalen Handfunkgerät kennt, relativ kompakt beieinander. Gut. Dann, was kann man mit der Platine noch machen? Ich habe jetzt hier nur typische Mobilfunkgeräte, sage ich jetzt mal, vorgestellt, aber mit der Platine kann man noch mehr machen. Man kann es hernehmen, einfach zur Frequenz überwachen, indem man es zum Beispiel nur auf Frequenzen scannen lässt und halt die Ergebnisse über ein Arduino und seinem Computer ausgeben lässt. Man kann einen Balkensender machen,
in das man Arduino drauf programmiert, dass auf bestimmten Frequenzen zu bestimmten Zeiten mit der vorgegebenen Leistung Daten ausgibt. Fuchsjagdsender gibt es, glaube ich, beim DAC-Stand vor uns, haben da auch diverse Geräte vorgestellt, kann man damit auch machen. Das nächste ist ein Pager. Das kennen vielleicht die Älteren noch. Das hat es früher so gegeben. Da wird auch auf 70 Zentimeter Daten ausgesendet und wird halt auf so einem kleinen Display dargestellt. Hat es mir früher so Geräte gegeben, die Telekom, Skyper und so weiter. Gibt es nur immer noch, aber mit dem Gerät könnte man das halt auch nachprogrammieren. Das ist halt wirklich flexibel einsetzbar. Man muss nur ein Arduino nehmen und kann dann das machen, was man möchte. Nächste Version wäre ein APRS-Tracker. Das sind so Geräte. Da ist ein GPS-Empfänger drauf und dann werden die Daten übers Funknetz auf einen Server geschickt und dann kann man da entweder seine Position oder andere Zustandsdaten versenden. Oder das nächste wäre ein Terminal Node Controller für Packet Radio. Hat es mal früher gegeben, waren relativ teure Geräte, wird teilweise immer noch eingesetzt. Ich sage mal, hier könnte man das auch machen mit einem Arduino, relativ einfach, relativ kostengünstig. Das Problem ist, die ganze Software muss halt noch programmiert werden. Also dies sind nur theoretische Optionen. Hier habe ich die Software noch nicht programmiert, aber wer da was machen möchte, kann sich ja gern bei mir melden. So, dann zu den Daten. Ich habe das Ganze unter Open-Source-Lizenzen gestellt, sowohl die Hardware als auch die Software. Die Hardware wurde mit KiCad erzeugt und ist unter der CERN Open-Hardware-Lizenz lizenziert. Die Daten gibt es auf meiner Homepage, adotrx.generationmake.de. Da kann man sich alles runterladen, die Designdaten, die Gerber-Daten, Stücklisten, alles was man braucht, damit man die Platine selber nachbauen kann. Weil leider habe ich noch niemanden gefunden, der das irgendwie verkaufen will und somit muss ich die Daten jetzt erstmal so da zur Verfügung stellen. Die nächste ist die Software, ist ebenso Open Source. Das war mit Arduino erzeugt. Ich habe momentan nur eine Software. Das ist die, wo hier drauf läuft, die einfach das Handfunk- oder das Mobilfunkgerät nachbildet. Das ist auch unter Open Source Lizenz und findet man auf GitHub. Auch GitHub Generation Make AdoTRX. Gut, dann über Weiterentwicklung habe ich auch schon nachgedacht. Das Idee ist, dass man alles, was zum Beispiel hier drauf ist, auf drei Platinen verteilt, in eine Platine integriert, mit einem Tastenfeld, mit Displays. Display sieht man jetzt hier noch nicht. Dann gehen wir weiter. Also Bauteile wären dann im Display, Tastatur, SD-Karten zum Speichern von Einstellen, ESP32 als Mikrocontroller, GPS-Empfänger, damit ich alle Funktionen machen kann, die ich vorher schon angekündigt habe. Zusätzlich noch das Aufladen über USB, weil jeder kennt es vom Handy, man steckt es einfach an irgendeinem USB-Anschluss an und wird aufgeladen. Bei typischen Funkgeräten ist das ein bisschen aufwendiger, da braucht man immer das richtige Ladegerät. Genau. Das Ganze ist momentan in Entwicklung. Ich möchte da voraussichtlich heuer das auf Kickstarter veröffentlichen, das schauen wir mal, ob das hier hat. Und würde das dann gerne als Bausatz machen. Oder kann man dann gerne noch mit mir darüber diskutieren. Hier findest du meine Kontaktdaten. Das ist mein Projekt. Handfunkgerät, Open Source und Arduino basiert. Ja. Danke für die Aufmerksamkeit. Fragen, bitte. Ansonsten bin ich ja gern danach noch da oder am DRC-Stand, da kann man mich dann schon erreichen. Gut.